Das Konzept einer Sammlung und in diesem Fall auch der Sammlung Martha leitet sich letztendlich auch davon ab, was die Museumsarbeit darstellt, also was die Idee von Martha Herford ist, nämlich ein Museum für zeitgenössische Kunst, was sich gleichzeitig auch für Design und Architektur interessiert und vor allen Dingen sich immer wieder auch fragt, wo sind eigentlich die Schnittmengen, die Randbereiche, wo beide oder wo alle drei Disziplinen auch in Überschneidung geraten. Und das ist letztlich auch der Impuls oder der Rahmen, unter dem hier neue Werke in die Sammlung kommen. Für das Martha ganz speziell gibt es natürlich die besondere Situation, dass es einen sehr berühmten Gründungsdirektor gehabt hat. Jan Huth hat hier wirklich mit sehr viel Kraft und Engagement hier aus dem Stand eine hochkarätige Sammlung zusammengebaut, die mittlerweile mehr als 140 Werke enthält und sich, glaube ich, sehr sehen lassen kann, weil wirklich von wichtigen Künstlern der zeitgenössischen Szene eigentlich hier hochkarätige Arbeiten hingekommen sind, sodass wir hier jetzt wirklich auch was vorzuzeigen haben. Martha hat einen sehr starken Freundeskreis, fast 500 Mitglieder, und die finanzieren natürlich auch durch Spenden und ihre Mitgliedsbeiträge eben die Möglichkeit, hier Kunst ankaufen zu können. Es gab relativ früh das Wissen in der Kunstszene, dass Martha Herford was Besonderes ist, ein gutes Museum ist, was vor allen Dingen sich sehr engagiert für die Künstler und die Kunst einsetzt. Und das ist natürlich immer etwas, da geben dann die entsprechenden Künstler auch gerne Werke hin, weil das auch für das eigene, für die eigene Repräsentation, für das Wissen, dass gut mit seinen Arbeiten umgegangen wird und gearbeitet wird, ein gutes Gefühl macht. Vom Prinzip her würde ich sagen, ist auch die Sammlung Martha in erster Linie ein Seismograph für künstlerische Aktivitäten der Gegenwart und damit dann letztendlich auch ein Zeichen dafür, wie wir hier arbeiten und wie wir eigentlich mit Kunst auch umgehen und argumentieren oder sie einfach nur wertschätzen und wo der Schwerpunkt auch in der Rezeption der einzelnen Künstler liegt. Also der internationale Leihverkehr mit Museen basiert auch darauf, dass man letztendlich nicht einseitige Verhältnisse etabliert, sondern im gegenseitigen Austausch guckt, dass man sich eben unterstützt bei entsprechenden Projekten. Und da ist so eine Sammlung natürlich sehr viel wert. Und wenn wir sagen können, ihr könnt dann von uns auch mal die und die Arbeit bekommen, dann ist es leichter, ein Museum davon zu überzeugen, auch mal etwas, was vielleicht nicht so gerne ausgeliehen wird, hierher zu geben. Und insofern steigert das auch maßgeblich natürlich die Ausstellung, die wir hier im Hause zeigen können. Unsere Sammlung selber ist eigentlich den größten Teil des Jahres nicht zu sehen. Sie ist eingelagert in einem Depot. Und wir machen das eben hier im Hause eher so, dass wir diesen Sammlungsbestand in die wechselnden Ausstellungen immer wieder punktuell auch mit einarbeiten. Also dass wir einzelne Werke in thematische Ausstellungen mit integrieren. Und es gibt eben so wie im Augenblick unter dem Titel Hellwach gegenwärtig dann eben auch immer wieder eigene Ausstellungen, wo wir den Sammlungsbestand oder eine Auswahl aus der Sammlung neu inszenieren, auch in neue Spannungsverhältnisse bringen und hoffentlich diese Sammlung als was sehr Lebendiges und sehr Aktives eigentlich erfahrbar machen. Für mich ist das erstmal ein sehr interessantes Bild, aber man kann an diesem Bild auch etwas auch über die Sammlung erzählen, nämlich die Tatsache, dass eine Sammlung aus ganz unterschiedlichen Quellen sich speist. Ankäufe ist das eine, Schenkungen das andere, aber es ist auch wichtig, dass ein Museum und eine Sammlung eigentlich einen Status hat oder auch eine Entwicklung nimmt, die dazu führt, dass Privatpersonen zum Beispiel das Vertrauen fassen, zu wissen, meine Bilder sind dort gut aufgehoben. Und das ist zum Beispiel ein Bild, das ist aus einer Privatsammlung in Dauerleihgabe dem Martha Herford zur Verfügung gestellt. Das heißt, wir haben eine Vereinbarung getroffen, dass wir dieses Bild so behandeln können, als ob es uns gehören würde, für einen bestimmten langen Zeitraum. Betreuen es aber auch dann hier in unserer Sammlung restauratorisch so, wie das angemessen ist. Und nur die Besitzverhältnisse sind nach wie vor so, dass es eben einem Privatsammler gehört. Aber es ist für uns eine große Hilfe, die Sammlung aufzubauen, weiterzuentwickeln und eben auch damit arbeiten zu können. Also. Wir haben hier ein Bild von Aaron van Erp, ein Maler, ein niederländischer Maler, der dieses Bild ohne Titel genannt hat, aber dann im Untertitel gleich schon beschreibt, dass es sich eben auf ein Bild von Eugène Delacroix bezieht, Der Tod des Sardanapal. Und wenn so ein Künstler so etwas als Referenz nochmal erwähnt, dann kann man eigentlich sehr schön auch an so einem Bild immer ganz gut sehen, wie so eine Auseinandersetzung stattfindet. Der Tod des Sardanapal ist ein sehr bekanntes Gemälde von Delacroix, weil es einen Riesenskandal ausgelöst hat. Delacroix ist bewusst in seiner Malerei an die Grenzen gegangen, vor allem was das Thema betrifft. Es ist
die Darstellung eines kollektiven Selbstmordes. Also ein byzantinischer König, so geht die griechische Sage, hat angesichts der anrückenden Truppen und der nicht mehr der fehlenden Möglichkeit, sein Schloss zu verteidigen, eben alle seine Bediensteten, alle seine Reichtümer in einen Raum gebracht und hat dann eben allen befohlen, sich entweder selber umzubringen oder sich gegenseitig umzubringen. Und als er sicher war, dass alle tot sind oder eben dort so eingeschlossen sind, hat er das Ganze auch noch in Brand gesetzt, sodass dem Feind wirklich nichts geblieben ist. Er konnte nicht mal mehr Gefangene machen. Das hat Delacroix sehr sinnlich, sehr ausufernd und letztendlich auch sehr direkt dargestellt. Auf seine ganz besondere Art und Weise. Und Aaron van Erp hat das eigentlich hier als Thema so ein bisschen aufgegriffen, aber natürlich nicht nachgemalt, sondern eher so als Folie nochmal im Hintergrund benannt, um dann hier zu sehen, dass sich doch einiges ändert. Denn wir sehen plötzlich nicht mehr diese Art von Selbstmord, sondern wir sehen eine Szene, die wir relativ schwer nur noch identifizieren können. Ist es eine Gefängniszelle? Ist es ein Krankenhaus? Ist es ein Schlachthof? Alles das wird irgendwie angespielt. Wir haben auch die Liebe von Delacroix zum Orientalischen, in diesem Bild wieder, indem wir hier Architekturelemente haben, die eben aus den orientalischen Formensprache kommen. Aber was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass zum Beispiel die Menschendarstellung sehr stark eben sich unterscheidet vom 19. Jahrhundert. Eine der ganz zentralen geistesgeschichtlichen Erfahrungen im 20. Jahrhundert vor allen Dingen war es eben, den Körper nicht mehr als Einheit, als Ganzes zu erleben, sondern als fragmentiert, als auch nur noch in seinen Stücken eigentlich sichtbar oder eben auch vor dem Hintergrund der Kriegserfahrung eben auch als zerstückelbar. Das sehen wir hier auch ganz wunderbar eigentlich ins Bild gesetzt, indem die einzelnen Figuren teilweise noch angedeutet sind. Sie fallen zum Teil auseinander in ihre einzelnen Gliedmaßen. Auch hier das, was hier als Rind oder wie auch immer an der Wand so aufgehängt ist und hier auch ausgeweidet wird, ist eigentlich nur noch angedeutet. Und man kann sich dann letztendlich auch fragen, fehlen da eigentlich Teile oder hat es auch was mit dem Verschwinden zu tun? Also ist es quasi die Erinnerung, die letztendlich auch nicht mehr greifbar wird? Wenn man sich überlegt, auch im Film gibt es das ja, den Mord, den ich nicht zeige, aber den ich weiß, der ist meistens sehr viel brutaler als den ich genau zeige. Also so ein Film wie Das Schweigen der Lämmer lebt davon, dass man alles nicht sieht und aber sich im Kopf das alles vorstellt, was da an Grausamkeiten passiert. Und hier ist es letztendlich auch so, dass eigentlich das, was an Gewalt oder auch an blutiger Handlung angedeutet wird, dass das eigentlich sich als Bild viel stärker vervollständigt im Betrachterauge, als wenn es jetzt hier minutiös alles gemalt wäre. Also das, was wir an Zwischenräumen des Nichtgesagten oder nicht gezeigten definieren, ist meistens sehr viel intensiver und eben, weil wir es selber auch auffüllen können als Betrachter, als das, wenn wir es explizit eben formulieren oder eben auch dann darstellen. Das ist eine Arbeit von dem chinesischen Künstler Cai Guqiang. Mit Sicherheit eines der klassischen Glanzstücke dieser Sammlung, weil es ein Künstler ist, der in den letzten Jahren eine enorme internationale Aufmerksamkeit erfahren hat und dessen Werke heute so hoch gehandelt werden, dass wir das uns auch jetzt mit sehr guten Beziehungen nicht mehr leisten könnten, so eine große Installation in die Sammlung zu bekommen. Insofern auch der Gunst der Stunde, eben sehr frühzeitig Künstler zu entdecken und sie dann eben im Museum auch so zu fördern oder zu bewahren, dass man tatsächlich dann hinterher sagen kann, man hat ganz hochrangige Sachen plötzlich. Bei Cai Guqiang ist es mit Sicherheit die Tatsache, dass er in seiner Arbeit immer wieder diese Art eben von Globalisierung thematisiert, die wir auch kulturell eben haben. Als chinesischer Künstler lebt er mittlerweile in New York und hat eigentlich nicht nur biografisch diesen Spagat zwischen Orient und Okzident hingelegt, sondern eben auch in seinen Arbeiten immer wieder thematisiert. Also zum Beispiel hier so etwas wie diese Installation hier, die eben auf der einen Seite das Fliegen an sich wie mit Flügeln thematisiert, auf der anderen Seite auch Erinnerungen an den fliegenden Teppich provoziert mit einem arabischen Muster, auf der anderen Seite dann eben obendrin die Pfeile, die wir eben aus, von den Indianergeschichten her kennen, als ein klassisches Angriffsmittel. Und das Ganze in ein sehr poetisches, wunderschönes Bild eigentlich, wie eben diese verschiedenen Geschichten und Denkwelten zusammenkommen, auch miteinander kollidieren. Da ist letztendlich sowohl die Gewalt, das Aufeinanderprallen, als auch das Zusammenfinden in einer Form letztendlich thematisiert, denn diese Pfeilspitze
Schützen sind dann am Ende vergoldet. Also es ist auch so eine geschichtliche Ferne, die da wieder zukommt. Also das Gold immer auch als Symbol des Lichtes, dessen, was das Ganze irgendwie schon in einen größeren Zusammenhang bringt. Das eine ist, dass Tobias Rehberger als Künstler, glaube ich, so einer der zentralen Künstler für die Idee von Martha Herford ist. Also ein Künstler, der ganz bewusst auch damit arbeitet, die verschiedenen Kontexte von bildender Kunst und Design zu verwischen und da eben auch mit diesen Übergangsphasen zu arbeiten und das bewusst zu thematisieren. Insofern auch wirklich einfach für unsere Sammlung wichtig als Künstler. Das zweite ist aber, dass diese Wandinstallation in Factions der bisher letzte große Ankauf war, der auch richtig so trotz aller guten Kontakte für den Freundeskreis nochmal eine sehr große Kraftanstrengung war, aber eben auch so aus dieser Begeisterung dafür, das muss eigentlich hierher, das gehört in dieses Museum, sowohl von der Strahlkraft, die es hat, als auch eben von der Idee, die dahinter steckt. Für mich ist auch so ein bisschen immer die Idee dieses Titels Infections, also Infizierung, eigentlich das, was bei Rehberger auch immer eine große Rolle spielt, nämlich der Kontakt mit dem Publikum, also dieses bewusste Provozieren, das könnte ich doch auch, und dann, wenn man das dann tatsächlich täte oder sogar tut, eben rauszufinden, so einfach ist das dann auch wieder nicht, weil letztendlich ist in nicht nur darüber geht, die Materialien und das Machen irgendwie erstmal so nachzuvollziehen, sondern dass eine Formfindung auch immer ein kreativer Akt ist, zu dem mehr dazu gehört. Also eine Intuition, ein Auge, letztendlich auch ein Gefühl dafür, wo ist genau der Punkt erreicht, an dem etwas fertig ist und was nicht weitermacht und so weiter. Aber Rehberger hat immer oder arbeitet immer eigentlich genau an dieser Schnittstelle. Wo ist der Betrachter mit dabei? Wann wird er auch aktiv? Wo wird er da abgeholt, wo er selber steht? Und was passiert eigentlich, wenn man bestimmte Handlungen vom Künstler auf den Besucher überträgt oder auch wenn man bestimmte Formen aus dem Design plötzlich in den Kunstkontext holt? Was geschieht da eigentlich? Das sind Fragen, die ihn interessieren und die hier, finde ich, auf eine sehr schöne Art und Weise illustriert werden. Der Minifeeder vom Atelier van Lieshout ist eine Arbeit, die auf der einen Seite durchaus mit Ironie spielt, auf der anderen Seite aber auch eine ganze Reihe von verschiedenen Bezugspunkten hat. Also wenn man sich so fragt, was sehen wir da eigentlich, was ist das oder so, dann ist das auf der einen Seite fast so eine Art Kücheneinheit, vielleicht sogar was ganz Modernes gedacht, auf der anderen Seite fast so was wie ein Schlachthaus. Hier vorne haben wir eher so eine Versorgungssituation, wie wir sie möglicherweise aus dem Science-Fiction-Film kennen oder uns vorstellen könnten. Aber letztendlich ist es als Hybrid so zusammengeschoben, dass man ja gar nicht so ganz eindeutig sagen kann, was passiert da eigentlich. Also diese Funktionalität, die das vortäuscht, da ist jemand, der produziert Nahrung und die wird auf einem bestimmten Kanal an Menschen gegeben, die wird ja komplett aufgebrochen dadurch, dass, wenn man eben genauer eben sich das Ganze anschaut, diese Funktionalität sich in Dysfunktionalität auflöst, nämlich die Dinge passen gar nicht richtig zueinander. Also wenn wir jetzt einen Küchendesigner da ransetzen würden und sagen, wir machen uns mal eine Kücheneinheit, die über so eine Säule alle Funktionen zusammenbindet, dann kommt da was ganz anderes raus, als wenn ein Künstler sich damit auseinandersetzt, wie funktioniert eigentlich Nahrungszubereitung. Und das, was das Besondere eigentlich ist, immer das, finde ich, in diesem Kunstkontext eigentlich deutlich wird, wo eine künstlerische Fragestellung ist, nämlich, dass man nicht guckt, Lösungen für etwas zu finden, sondern Fragen aufzuwerfen, also die Dinge neu so aufbrechen zu lassen oder in andere Konstellationen zu bringen, dass man als Betrachter eben nicht sagt, ja, das finde ich jetzt wunderbar, das kann ich so benutzen, sondern dass man als Frage immer im Raum, wie ist das eigentlich und wie funktioniert das bei mir eigentlich normalerweise? Was kenne ich, was ist mir vertraut und was ist hier anders oder so? Also diese Aufforderung, sich eigentlich immer wieder neu mit bestimmten Fragen auseinanderzusetzen und auch den Blick immer wieder neu zu schärfen, das ist etwas, was das Potenzial und die Kraft von Kunst ist. Diese Installation hier von Matthias Bitzer übersetzt die Geometrie des Abgrundes, gehört nicht dem Martha, gehört auch nicht zur Sammlung Martha, aber wäre zum Beispiel eine Arbeit, die wir gerne in der Sammlung hätten. Und momentan sieht es auch so aus, als ob es uns mit Hilfe eben auch des Freundeskreises und Förderern gelingen wird,
diese Arbeit hier im Hause behalten zu dürfen. Es ist eine Arbeit, die eigentlich ähnlich wie mehrere Werke hier in diesem Raum sich mit der Erinnerung damit auseinandersetzt, was ist eigentlich Geschichte, wie ist sie auch fassbar und letztlich auch immer, das ist bei der Erinnerung quasi Teil des Themas, mit dem Verschwinden. Matthias Bitzer hat sich auseinandergesetzt mit dem portugiesischen Schriftsteller Pessoa, der in einer ganz großen Vielzahl von Heteronymen, also unter ganz verschiedenen Autorennamen, immer wieder andere Werke geschrieben hat, denen auch eigene Biografien geschenkt hat. Und die Figur dieses tatsächlich existierenden Schriftstellers Pessoa verschwindet eigentlich heute auch so in der, was man nachforschen kann, eigentlich immer mehr hinter einer Vielzahl von anderen Figuren, die er selber geschaffen hat. Und das große Thema von Matthias Bitzer in all seinen Arbeiten ist immer, wie können wir eigentlich aus einer Zeitgenossenschaft mit Geschichte umgehen? Also wie erfahren wir etwas über Menschen, über einzelne Personen und Biografien? Das ist in landläufig immer das Porträt, sehen wir hier auch in so einer Griseitechnik auf Leinwand gebracht. Aber bei Matthias Bitzer überlagert sich das immer auch mit geometrischen Formen, mit sehr intensiven Farben oder auch mit solchen skulpturalen Elementen. Und was zum Beispiel dann für Martha auch wieder interessant ist, sowas wie der Sockel wird von ihm sehr bewusst immer wieder thematisiert, beziehungsweise in diesem Falle der Tisch, auf dem etwas präsentiert wird, ist nicht einfach nur eine Hilfsfunktion, sondern ist selber ein gestaltetes Element, was Teil der Installation ist und auch im Grunde gleichwertiges Element wie die Skulptur da drauf oder wie auch die Malerei, eben etwas, was beiträgt zu einer Art historischem Porträt, einer historischen Annäherung an eine bestimmte Person. Es geht nicht darum, jetzt Werte anzusammeln, wo wir am Ende mal sagen können, die Sammlung Martha Herford ist jetzt so und so viel wert, weil das, was eine Museumssammlung ausmacht, ist, dass sie nicht verkäuflich ist, sie ist nicht veräußerbar. Das würde auch großen Ärger geben, gerade vor dem Hintergrund dessen, dass eben auch viele Werke hier in die Sammlung reinkommen, nicht über ganz normale, reguläre und listenpreismäßige Ankäufe, sondern tatsächlich über bestimmte Vertrauensverhältnisse, bestimmte Zusammenarbeitsmöglichkeiten und so weiter. Das heißt, das, was die Investition einer Sammlung und auch bei Martha Herford ist, ist im Grunde zu wissen, wir bilden hier einen gewissen Teil einer kulturellen Gegenwart ab und haben die auch letztendlich als Erinnerung präsent und können das nachvollziehen, können immer wieder neue Fragen auch stellen, wie hat man da eigentlich gedacht, was fokussiert das eigentlich? Und das ist eine sehr große Investition. Es hat sowohl die Rolle, dass man zum Beispiel, bin ich mir ganz sicher, Martha Herford mit der wunderbaren Arbeit von Tsai Gu-kyang in Verbindung bringen wird. Das heißt, auch solche Sachen wie, ja, Herford, das ist auch das Museum, wo es diesen Tsai Gu-kyang gibt, diese schöne Arbeit. Oder die große Rehberger Wandinstallation mit den Lampen. Also dieses eher populäre sich erinnern, wo habe ich eigentlich ein Kunstwerk gesehen und in welche Stadt gehört das? Aber eben auch für die Stadt selber oder die Region oder letztendlich auch für alle Besucher immer wieder die Möglichkeit, an bestimmten Orten, bestimmten Werken zu begegnen, sie neu befragen zu können und zu sehen, sie haben für mich immer noch eine Bedeutung oder sie haben auch innerhalb eines bestimmten künstlerischen Zusammenhangs eine Bedeutung und sie berühren mich immer noch auf eine bestimmte Art und Weise. In 10 Jahren vielleicht anders als im Augenblick, weil es auch andere Fragen sind, die mit dem Kunstwerk zusammenhängen, aber sie sind auf jeden Fall eine Investition, damit wir eine Perspektive eigentlich in die Welt und in die Zeit auch vor uns haben und entsprechend Dinge auch ableiten können.